Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Ja, also einmal kurz mal noch den Wetterreport anschauen. Naja, sonnig, das heißt wieder viel von Handmann. Oh, ah, schau mal da, unsere erste Ernte. Sehr schön. So, das heißt, ja toll, verkaufen. Ja, die Kohle gibt es erst am nächsten Tag. Schade. Erstmal hier noch die Post lesen. Ach Gott. Jojako. Nee. Mit denen will ich nichts am Hut haben. Nice little house. Jawohl. Jawohl. Okay. Gut. Das heißt, im späteren Verlauf könnten wir halt unser Haus etwas aufwerten. 630. Ja, komm. Gut. So, und natürlich, wie immer, erstmal alle schön gießen. Das ganz normale Leben eines Farmers. Immer die Pflanzen gießen. Nicht vergessen. Ja, hier ist auch gleich, ich gehe mal davon aus, morgen sind diese zwei auch fertig. Damit sie auch erntereif sind. Also es gibt auch hier wiederum sehr viel zu tun. So. Bitte Wasser halte aus. Jawohl. So, gut. Ich würde sagen, ich brauche mal noch eine Kiste. Und zwar für nur die goldenen Sachen reinzutun. Jupp. So, die Kiste stelle ich mal hier oben hin. So, und rein mit ihr. Hier habe ich die Sachen für den Gunther. Hier die fischigen Sachen, die stinkenden Sachen. Komm, ich gehe mal ein bisschen mal nachschauen, ob ich hier was finde. Vielleicht kann ich da neue Samen her produzieren, craften. Ja. So, ja gut, hier ist tote Hose noch. Mal schauen, ob da noch die Mine fertig ist, weil ich brauche mal unbedingt Kupfer und etwas Kohle. Ah, Leak. Wunderbar. Das heißt, wir können schon die ersten 10 Samen aus diesen 4 Sachen herstellen. Ganz kurz. Und zwar hier die Wild Seeds für Spring. Das heißt, die Abkürzung SP ist halt für den Frühling, also quasi den Spring. So, das heißt, da können wir halt unser Feld etwas bestücken, dass wir da halt wieder etwas wieder an Kohle rankommen. Ah, sehr schön, die Mine ist fertig. Ja. Mein Chef. It's been abandoned for decades. Ja. Jawohl. Darkness, lange verwirrt. Ja, okay. Gut. Ja, komm, hör bitte auf zu labern. Gib mir endlich das Schwert. Dankeschön. Unser rostiges Schwert. So. Ja, schön. Oh, rein in die Mine. Achso, ja gut, okay, den Fahrstuhl kann ich nicht benutzen. Nur das Problem ist, ich habe momentan nur 2 Plätze. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Gut, egal. Hier heißt es erstmal Steine klopfen. Mit der Chance, hier eine Leiter zu finden für die nächste Etage. Ach, toll, eine Geode. Und noch eine Leiter, sehr schön. Was kann ich jetzt hier wegschmeißen? Nix. Hier, weg. Gib mir das Quarz. Oh, da habe ich einen Denkfehler drin. Moment. So. Ich will schon gerne, dass das Schwert auf der 1 ist. Ne. Ne. Komm, geh sterben. Oh, hält super viel aus. Ah, Kupfer. 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 Und ich habe keinen Platz. Komm, auch weg.
So, na gut, okay, die Leiter war ja da oben gewesen. Na, komm. Bisschen herumklopfen. Weil ich kann momentan eh nicht viel tragen. Ich habe nur hier die paar Plätze frei. Schade eigentlich. Ich brauche unbedingt 2000 Gold. Ja. Komm. Wir sterben. Geh bitte sterben. Dankeschön. So. Oh. Geoden. Naja. So, hier mal noch die Ecke reindrängen. Okay, sehr schön. Ja, Quarz ist immer gut. Na, nein, dreh dich doch um, verdammt. So, das sind, sag ich mal, noch die kleinen Tücken. Oh, hier noch. Links. Leiter. Oh, Hardwood. Ich habe wirklich gar keinen Platz mehr. Ah, verdammt. Ein bisschen Kupfer, okay. Na toll. Komm, gehen wir mal hoch. Und dann würde ich sagen, Mine verlassen. Ich kann nichts Großartiges machen, da ich halt leider keinen Platz habe. Schade. Aber, naja. Vielleicht finde ich hier noch ein paar Sachen für unterwegs noch abzuernten. Erstmal hier mal die paar Sachen. Hier die Spring Seeds noch einpflanzen. Und halt mit der Chance, dass ich da noch was bekomme. Ein bisschen rumlaufen und sammeln. Oh Gott. Kohle habe ich so gut wie gar keine für hier die Geoden noch aufzubrechen. Na dann. So, und zwar erstmal alles hier rein. Blub. Ne, stopp, die brauche ich noch. So, dann wähle ich mal hier die Seeds aus. Du. Und dann erstmal nochmal gießen. Besonders ist es ratsam, im Winter. Weil im Winter kann man nichts anpflanzen. Aber man kann nämlich auch im Winter irgendwo diese Pflanzen irgendwo finden, nur die heißen halt anders. Die sind halt dann, ja, für den Winter gedacht. Und wenn man da genügend von diesen gesammelt hat, kann man da auch wiederum Samen craften. Und dann kann man auch im Winter etwas Kohle bekommen. Also ein bisschen Money. So, ah, hier ist noch was. Blip. Ansonsten sieht es hier mal wieder schlecht aus. Bup. Hier mal mein Schwert nehmen. Immer ein bisschen Unkraut zu züppeln. Mit der Chance, hier noch ein paar Samen zu bekommen. Nö. Ah doch, eine. Na dann. Weiter geht's mit bisschen Erkunden noch. Leben, naja. Ja, der Alltag eines Farmers, der ist immer so langweilig, was ich ja eher nicht so sagen kann. Naja. Hier ist Holz, na dann. Okay. So, eine Sichel. Blip. Oh. Ein paar Samen. Ja, hier ist auch eine Kiste. Warum die da ist, keine Ahnung. Ich konnte die bis jetzt noch nie öffnen. Naja. Müll. Ja, Kupferohr. Cool. Den Ofen kann ich, glaube ich, noch nicht herstellen. Oder? Campfire? Nee. Den Ofen kann ich leider noch nicht herstellen. Für das Kupfer zu schmelzen. Dauert noch ein bisschen. Die.
Hallo. Abhocken, CD will ich nicht. Oh, schon wieder 5 Uhr. Oh, shit. Also die Zeit hier im Spiel selber, die verläuft hier sehr schnell. Ich glaube, ich habe gesagt, 7 Sekunden sind 10 Minuten. Also kann man dann ungefähr noch umrechnen. Oh. Nein, das Kupfer möchte ich gerne behalten. Kann man ungefähr umrechnen, wie lange ungefähr so ein Tag ist. Das heißt, eigentlich wären das circa 2 Folgen. Nee, stopp. Eine Folge mit 2 Tage, also 2 Spieltage. Hm. Naja, warum nicht? Was habe ich denn hier alles? Ja, Level 5, ja. Wo ist? Ah, Farming Level, okay. Build a Coop. Oh, cool. 100 Gold. Und natürlich, ja. Hätte ich mir könnten noch ein paar Samen kaufen, aber naja. Zu spät gesehen. So. Ah, hier ist ja wirklich gar nichts. Hier ist nichts, weil ich einsammeln kann. Ach komm. Bitte. Etwas, was ich Pflanze entnehmen kann. Oh. Was hast du denn Schönes? Bäs. 800, 700. Och, Battery Pack. Hätte ich gerne. Noch ein Battery. Oh, lol. 2 Stück? Cool. Strawberries, eine Crab Egg. Basic Fertilizer. Alter, wie teuer bitte. Rasit. Ah, den hätte ich auch gerne. Aber alleine schon die 2 Batteries. Aber es würde mir eh momentan nichts helfen, da ich kein Iridium habe, für die Sprinkleranlagen herzustellen. Naja. So, noch hier die paar Samen setzen. Dann ist ja auch wieder Nacht und wir können dann wieder schlafen gehen. Mal wieder. Ah, Gott. So, bitte weg. Fiber, komm, weg. Und dann. Hehe. Ich wusste es doch. Ich wusste es, dass ich sowas noch irgendwo in der Kiste habe. Naja, gut. So, es wird dunkel. Jawohl. Gut. Weg. So, und dann erstmal wieder pennen gehen. Wetter, habe ich ja gesagt. Wird es ja sonnig? Nee. Genau. Okay. Bitte schlafen und wir haben schon mal etwas. Farming Level 1, okay, wir haben eine Vogelscheuche bekommen. Basic Fertilizer. Und wir haben schon die erste Kohle. 733 Gold. Ja. So, das heißt, davon will ich mir erstmal wieder ein paar Samen kaufen. Mein Feld etwas vergrößern. Wie wird das Wetter morgen? Oh Gott, schon wieder gießen. Hallo. Ja, gut, sehr schön. Ja, komm, hör bitte auf zu labern. Ja, ein Ofen, bitte. Ein Blueprint, jawohl, sehr schön. Das heißt, wir können unser erstes Kupfer können wir halt schon einmal einschmelzen. Copperbars, ja, upgrade your tools, ja. Well, okay. I'm heading home. Take it easy. So. Ja. Das heißt, mit 5 Kupfer oder 5 Eisen, 5 Iridium kann man immer wieder einen Barren herstellen.
So, und zwar den Furnace brauchen wir 20 Copper Ore. Ne, ich spare erstmal das Geld für mir einen größeren Rucksack zu kaufen. Und zwar, dann kann ich wieder halt in die Mine gehen. Wieder etwas farmen. Ah, hier kann man wieder sammeln. Ne. Ja, toll, kein Wasser. Ne. Jetzt aber. So. Das Ganze alles auf der Hand zu machen, das ist immer ein bisschen nervig. Aber, naja. Und ich glaube, ich würde zuerst mal meine Gießkanne, würde ich da aufwerten in Kupfer. Das heißt, ich habe dann für die Gießkanne mehr Wasser zur Verfügung und ich kann drei Felder gleichzeitig begießen. Nur dementsprechend kostet die, glaube ich, auch wieder 2000 Gold. Hm. Glaube ich mal zumindest. Ja, 70, okay. Es ist Samstag. Ich würde sagen, ich glaube, ich gehe mal noch etwas in die Mine. Und die Sachen mache ich mal weg. Und dann geht's mal in die Mine noch ein bisschen. Hau den Lucker spielen. Ich gehe natürlich mal den umständlichen Weg. Warum nicht? Ah, okay. Das Gemeindehaus. Oh, hi, wer? The Community Center. Anyway, yup. Komm, bitte aufhören zu labern. Ich will spielen. Aha. Ja. Ach komm. Ja, Georgia Corporation. Nein. Ich möchte eher die ganzen Sachen sammeln. Weil es gibt halt auch die Möglichkeit, wenn man 1000 Gold oder 10.000 Gold Mitglied wird bei Georgia Cola, verschwindet das Ganze hier und das wird halt ein Lagerhaus. Und ich will hier gerne das Gemeinschaftszentrum, würde ich schon gerne behalten. Weil alleine schon das Ganze sammeln macht schon sehr viel Spaß. Und man bekommt halt auch dementsprechend auch Belohnungen. Ja, ich würde das eigentlich gerne so lassen. Es ist wirklich eine schöne Location. Ja. Scheiß auf Georgia Cola. Na komm, ja. Hör bitte auf zu labern. Ich könnte hier gerne auf Skip drücken, aber ihr sollt ja auch was davon haben. Ich habe es ja schon zwei oder dreimal schon gespielt. Ich kenne das Ganze schon. Ja. Da würde ich mal sagen, wenn wir eh hier oben sind. Ne, lass mich mal bitte rein. Und zwar können wir uns erstmal nur ein Ziel vornehmen. Und zwar hier. Ja. Dafür müssen wir erstmal einen gewissen Trank. Müssen wir erstmal bekommen. Und den dann halt zu einem Zauberer bringen. Und wir diesen halt schlucken können. Damit wir halt diese Sprache lernen können. Aber das hat noch etwas Zeit. 10 Uhr. Ja. Samen will ich jetzt noch keine kaufen. Erstmal
sparen für einen größeren Rucksack. Und wenn ich diesen größeren Rucksack habe, dann nochmal hingehen und ein bisschen Kohle aufheben für meine Gießkanne aufzuwerten. Ne? Man kann natürlich auch blocken mit dem Schwert und zwar einfach die rechte Maustaste. Ne. Ah, verdammt, zu spät. So, hör mal bitte auf, mich zu hauen. Ah, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Na, komm schon. Danke für die Leiter. So. Kupfer. Na, komm schon. Ja, ich brauche unbedingt noch ein besseres Schwert. Oh, jetzt bin ich ein bisschen eingeschleimt, naja. Noch mehr Kupfer. Ah, da ist die Leiter, okay. Okay. Ach komm. Lass mich doch mal bitte in Ruhe. So, komm, geh, sterben. Mann, verdammt nochmal. Schon wieder die Hälfte von meinem Leben verloren. Oh, es kommt die noch, ey. Lass mich bitte in Ruhe. Hier ist noch eine Leiter. Ne. Oh Gott, das dauert. Na. Oh, eine Cherry Bomb. Eine kleine Bombe für unterwegs. Lüpp. Weil mit der Bombe kann man halt bestimmte Bereiche halt sprengen. So. So, wir haben, sag ich mal jetzt, den Fahrstuhl freigeschaltet. Alle 5 Level kommt halt so ein Fahrstuhl, wo man da reingehen kann. So, Kohle, 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 Kohle. Mehr Kohle. So. Boom. Was? Du hast es überlebt? Nein, 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 nein. Hier, Kupfer, nein. Schade. Na toll, Seps. Na gut, Sepp kann man eher benutzen für den Fertilizer. Warum denn nicht? So. Oh. Na toll, mein Leben. Das schwankt etwas. Aber das hier möchte ich gerne alles einsammeln. Und dann geht's noch. Das kann ich den hier nicht einnehmen. Was? Inventory Fold? Na,
Was kann ich wegschmeißen? Hier, dich mal bitte essen. Dann bekomme ich ein bisschen Leben. Na, toll. Komm, tschüss, Steine. So, gut. Und dann... Das Kupfer nehme ich doch gerne mal mit. Blub. Wie sieht es hier oben aus? Oh, nee. Ich will erstmal die Feinde ein bisschen umgehen. Gut, dass hier noch eine Leiter ist. Oh. Na toll. Nichts für mich drin. Kein Loot. Oh, außer hier das bisschen Holz da. So. Hier noch das schöne Kupfer mitnehmen. Dann könnte ich mir quasi schon zwei Öfen bauen. Na? Ja, toll. So. Aber jetzt erstmal die Mine wieder verlassen. Und dann... Ich hoffe mal, ich habe noch genug Steine. Hallo, Abigail. Du Flötenwunder. Du. Also bald wieder Nacht. Ach Gott. Die Zeit vergeht wieder. Na. Was kann ich hier wegschmeißen? Komm, das Zepp mache ich weg. Und dann nehme ich das hier mit. Also morgen wird ja wieder ein sonniger Tag. Verdammt. Achso, ich habe gar keinen Platz mehr. Also kann ich ja nichts herstellen. Schade. Wo ist das andere Kupfer? Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Dann baue ich noch jede Menge Steine. Und dann kann ich mir zwei Öfen. Dankeschön. Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Und baue mir noch zwei Kisten. So. Und zwar die Öfen, die baue ich gerne oben in die Höhle. Dann baue ich mir diese immer gerne hin. Und zwar einmal hier, einmal da. Das hier ist einmal die Kiste, wo nur das Kupferohr, Eisen und die sonstigen Sachen und auch die Kohle noch gelagert werden. Die andere Kiste habe ich meistens eher genommen für den anderen Klumpatsch. Und zwar hier für, wo ist es? Toppers. Ah, Gunther. Ist klar. Gunther. Eins nach dem anderen. Eine Lootbox für die Monstern. Naja, mal schauen. Weil ich brauche auch im späteren Verlauf relativ sehr viel Slimes. So. Okay. Hier mal noch die Kohle hinein. Und dann ist es ja schon wieder dunkel. Ja, ich brauche Kohle. Ich brauche Geld. Ich nehme mir mal die Wasserkanne. Es wird dann morgen wieder sonnig. Und ja, dann würde ich sagen, warte, damit ihr noch seht, was ich noch ein bisschen an Kohle bekomme. Ja, ist Level Up, so oder so. Mining, okay. Geld ist es ja natürlich nicht viel, sondern 70 und ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge gewesen und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!